Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Die Sims 3 und unserem Feenhaushalt. Ja, die Fairy Tales sind wie immer damit beschäftigt, sich irgendwie Geld anzueignen, nachdem wir in der letzten Folge so eine Pleite mit dem Gerichtsvollzieher hatten. Das war wirklich nicht so schön, gar nicht gut. Aber was willst du machen? So, wir wollen unbedingt Mangobürsten, dafür müssen wir aber etwas im Wert von mindestens 100 kaufen. Gut, wir fangen die Folge mal wieder hier in der Nähe des Kaufmodus an. Ich weiß, das ist vielleicht nicht immer so toll, gerade wenn wir 3 Jahre brauchen, um dort hinüber zu wechseln. Ja, lässt sich jetzt aber gerade nicht vermeiden, weil ich auch gerne den Wunsch erfüllen möchte. Und ja, deswegen mache ich das jetzt einfach. Punkt. ich würde gerne die Gitarre kaufen, muss ich gestehen. Und ich muss jetzt gleich mal gucken, was wir dafür verkaufen. Damit wir uns diese Gitarre leisten können, weil ich würde mit den Mädels gerne in den Park gehen und eine von ihnen könnte da wunderbar Gitarre spielen. Generell hätte ich hier gerne so ein Musikzimmer irgendwo mit drin, aber davon sind wir noch ein bisschen entfernt, da wir nicht allzu viel Geld verdienen. Das kommt wahrscheinlich erst später, wenn Fina und Lori in ihren selbstständigen Karrieren etwas weiter vorangeschritten sind. So, ja. Ich werde einfach mal hier unser Badezimmer ein bisschen aufräumen. Weil so wirklich benutzen können wir es gerade eh nicht. Hier hatten wir uns ja schon mal für Sport entschieden. Komm, der Stuhl bringt es auch. Wir lassen einfach hier so einen stehen, dann wissen wir, was wir da mal stehen hatten. Nee, der Stuhl ist zu günstig. Der bringt uns nicht wirklich was. Das Bonsai-Bäumchen würde gehen, aber da komme ich nie im Leben drauf, das da wieder hinzustellen. So, dann versuchen wir jetzt mal unser Glück, hier eine Gitarre zu finden. Wo ist sie denn? Da ist sie. So, da sind wir auch schon wieder knapp bei Kasse. Oh, ich wusste nicht, dass wir hier eine richtige Wand haben. Dann machen wir das doch mal so. Herr Rosa ist vielleicht ein bisschen sehr rosa. Weil es ist auch nicht so. Können wir mal hier bei geometrisch reingehen. So ein nices Blau ist natürlich auch nicht verkehrt. So. Nehmen wir einfach mal so ein schickes blaues Gitarrenmuster. Und gehen mal zurück in den Live-Modus. Jetzt haben wir eine Gitarre, jetzt können wir spielen. Total toll. Ich überlege gerade, wen ich die gebe. Ob ich die Fina gebe oder ob die Lori gebe. Weil Fina kann jetzt immer noch weiter malen. Ich glaube, da würde ich eher Lori die Gitarre geben. Weil sie sonst nur den Garten so richtig als Kreativmoment hat. Na gut, aber jetzt holt sie sich ja hier erstmal was zu essen. Und sie hat die Dusche kaputt gemacht. Ganz, ganz toll. Ich mache mal hier noch Napföhn mit rein. Dann haben wir den Wunsch auch erfüllt. Dann können wir auch einen Schneeengel machen gehen. Eigentlich müssten wir das gleich noch reparieren, ne? Na gut, uns hetzt ja im Prinzip keiner. Nur die Bedürfnisse sind halt nicht so optimal. So, Mango könnte rein theoretisch auch mal nach hier oben kommen und gebürstet werden. Dann passt das auch. So, weil Lori ist noch ein bisschen beschäftigt. Jim kommt dann auch bald erst nach Hause. Und wir kriegen kein Feenbaby. Voll traurig. So, und es wird Vollmond. Oh, wir haben Level 6 erreicht. Coole Sache. So, und warten wir weiter. Candy freut sich über das neue Objekt. Warten wir mal weiter auf Mango. So, Mango ist oben. Sehr gut. Dann werden wir Mango genau jetzt anfangen zu bürsten. Oh, Morris hat anscheinend Flöhe. Da ist gerade ein Wunsch aufgetaucht, der ich gegenüber ein bisschen beunruhigt bin. So, aber unsere gute Lori hat denselben Wunsch. Ich glaube, das mit dem Schmatzer kriegen wir so schnell nicht hin. Und der bringt auch eindeutig mehr. So, genug geschlafen. Schlafmütze, du kommst jetzt mal hier ins Badezimmer. Du brauchst ein Flohbad. So, einmal hier die Pfützen aufwischen. Da kommt auch schon ein kleiner Pan angewartet. So, Mango hat das Bürsten ganz gut getan, wie es aussieht. So, Morris wird da hier von anderer Stelle gleich gebürstet. Dann, oh, wir haben noch das eine Badezimmer. Ich habe gerade die Toilette verkauft. Ja, dann setzen wir uns hier mal in die Wartereihe. So, wir schnappen uns jetzt Morris und Morris kriegt ein Flohbad. Freut sich einfach mega über Pen.
Oh, ich merke gerade, dass mein Fernseher ausgegangen ist. Total toll, ich mache den mal wieder an. Weil da habe ich ja, wie ihr wisst, immer OBS laufen. Sehe ich hier gar nicht, ob noch alles funktioniert oder nicht. So, einmal die Hand beschnüffeln lassen. So, und dann hoffe ich jetzt, dass wir hier... Oh, ich hatte gerade die Fernbedienung in der Hand. Uns ein bisschen näher kommen. So, und hoffentlich keine Flöhe kriegen, das wäre ein bisschen zu nah. So, Candy geht wieder rückwärts raus. Jim geht schlafen. Streich mal hier gleich mal den Wunsch weg. So, wir scheinen noch keine Flöhe zu haben. Vielleicht schafft Fina es ja, Morris den Flohbart zu verpassen. Dann hauen wir hier mit Lori jetzt mal ab. Versuchen wir das Ganze hier mal zu wechseln. So, Morris weigert sich hier, mehr oder weniger. So, Lori, ich weiß gar nicht, was du jetzt noch groß machen kannst. Du kannst hier mal eine Runde deine Hand beschnüffeln lassen. Was hältst du denn davon? So, das streichen wir mal gleich weg. Ja, Morris, dann bleibst du ewig in ein Flohtier. Möchtest du das? Das ist gar nicht gut, wenn du ewig ein Flohtier bist. Verstehst du dich mit Jim besser? Nee, auch nicht wirklich. Ach ja, Flöhe sind da jetzt gerade nicht so praktisch. So, und jetzt haben wir auch noch selber welche. Versuchen es einfach nochmal. Ach, Morris, ey. Das ist gerade ein bisschen nervig, dass du dich nicht baden lassen willst. Dann kommen wir hier schon wieder nicht raus. Pan, bleib mal stehen. Wir können dich noch loben fürs ordentlich sein. Ja, frisch gepieselt. Total toll. So, aber dann als nächstes gehen wir hier mal schlafen. Ja, Lori, ich weiß gerade auch nicht. Rein theoretisch könntest du hier hinten nochmal zu deinem Bild gehen. Da und fortfahren. Während wir versuchen, uns hier irgendwie mit Morris anzufreunden. Boah, wir haben ganz eklige Flohbisse. Gut, dann lassen wir hier nochmal unsere Hand beschnüffeln. Reden nochmal eine Runde. Gott, wir sind ein einziger Flohzirkus. Nochmal Hand beschnüffeln lassen. Hier kurz Spaß haben. Wir müssen auch langsam auf Toilette. Aber Morris weigert sich einfach, ins Flohbad zu tauchen. Schaffen wir es schon zu streicheln? Hey Morris, bleib mal stehen. Das ist wirklich wichtig. Es wird nicht gekratzt. Ich weiß, du willst unbedingt und gerne kratzen und das ist auch dein gutes Recht. Aber du bist voll Flöhe! Manu! So, dann schicken wir Morris jetzt erstmal zum Katzenklo. Müssen wir einfach aufpassen, dass Morris möglichst nicht mit anderen in Kontakt tritt. Sonst haben die gleich auch noch Flöhe. Das wäre ja wirklich mehr als ungünstig. So, und Fina muss jetzt auch dringend auf Toilette. Cool, Lori hat das Bild fertig gemalt. Sehr, sehr schön. Oh, das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Aber verkaufen tun wir es trotzdem. Denn wir brauchen ja ein bisschen Geld. So, dann malen wir mal ein mittleres Gemälde. So, und wir müssen hier auch noch auf Toilette dann. Oh, der ganze Tag ist jetzt schon wieder um und wir waren nirgendwo, weil Morris sich geweigert hat. Gut, dann wischen wir hier mal noch ein bisschen, in der Hoffnung, es funktioniert mit unserer leichten Müdigkeit. So, hier einmal säubern. Was futtern. Sehr gut, dann können wir eigentlich auch schon wieder schlafen gehen. Weil viel mehr schaffen wir hier eh nicht. Manu. Voll ärgerlich. Schaffen wir es doch erst am nächsten Tag. Na gut, aber ist jetzt einfach so. Candy liegt da auch schon wieder voll im Bett. Ach, herrje. So, machen wir mal weg hier. Gehen jetzt mal auf Toilette. Und dann gehen wir jetzt mal ausschlafen, damit sich hier nicht alles so verschiebt. Oh, Zombie. Hallo. Stell die Tür zu. Ich habe das Gefühl, wir kriegen auch immer wieder dieselben Zombies. Zombies. So, jetzt selbst im Winter zu unseren Pflanzen. Ernsthaft? Hier, yo, Zombie-Kanone. Greif mal da an. Obwohl, Zombie läuft außen rum. Wo geht die Reise hin? Oh, durch dieses Tor. Okay. Da kann man ja ruhig mal wählerisch sein. Erbsenkanone, du musst da jetzt angreifen. Wirklich. Hier, komm. Das geht ja gar nicht. Da wird unsere Pflanze kaputt gemacht. Erbsenkanone, greif an.
Das ist voll wichtig. Boah, jetzt ist es auch noch 3 Uhr. Erbsenkanone. Greif den Zombie an. Jim, sag du der Erbsenkanone, sie soll den Zombie angreifen. Die macht das einfach nicht. Ja gut, dann gehen wir jetzt einfach mal was essen. So, da kommt der nächste Zombie. Greifen wir Niklas auch nochmal an. Vielleicht bevor irgendjemand hier unsere Pflanzen niedermacht. Alter, das ist Winter. Warum kommt ihr da überhaupt an die Pflanzen ran? Wir können die nicht fliegen, aber ihr könnt sie fressen. Voll blöd. Hey, was macht die? Macht die Erbskanone überhaupt irgendwas? Ah, okay. Jetzt ist Ashley endlich mal dran. Sehr schön. So, das haben wir geschafft, aber die Pflanze ist, glaube ich, dahin. Ja, toll. Können wir gleich schon mal wegwerfen gehen, bevor Lori es sieht. Die wird bestimmt ganz traurig, wenn sie das sieht. So, Erbsenkanone, greif jetzt Niklas an. Niklas kann doch jetzt nicht unsere nächste Pflanze kaputt machen. Hilfe, Herrje. So, immerhin ist Ashley jetzt wieder normal. Erbsenkanone. Du musst jetzt angreifen. Aber sie soll doch nicht uns angreifen. Du sollst Niklas angreifen. Hör doch jetzt mal auf damit. Bitten zu posieren. Posier mal, komm. Okay, Niklas lässt sich nicht aufhalten. Ermenu, das ist doch voll doof. Das ärgert mich voll. Vielleicht werden wir hier bald mal befördert. Das wäre ja auch nicht schlecht. Hm, und ein kleines Feenbaby haben wir immer noch nicht. Läuft gerade nicht so im Winter. Im Winter ist es hier etwas schwieriger, wie es aussieht. Ja gut, hier haben wir alles sauber gemacht. Wir können höchstens mal wieder unsere Napfrunde laufen. Und die ganzen Näpfe füllen. Dies ist ja immer ganz gut. Oh nein, ich will hier gar nichts befehlen. Ich dachte, der Napf wäre leer. Candy braucht mal wieder ein bisschen Zerstörung. Dann kauen wir hier mal ein bisschen drauf rum. Morris schläft. Und hier müssen wir jetzt langsam mal aufstehen und mal wieder was futtern. Und ein bisschen kauen wäre an sich auch nicht verkehrt. So, wie sieht's bei Fina aus? Fina steht bald auf. Sehr gut. Lori auch. Und es wird schon langsam wieder hell. Mensch, wir haben den ganzen Tag hier irgendwie damit verbracht. So, und der Zombie hat es jetzt auch aufgegeben bei Tageslicht. Gott sei Dank. Wie geht's denn unserem süßen Vogelchen? So, Rio, du kriegst mal neues Futter. Das ist insbesondere wichtig. Und da müssen wir es immer noch irgendwie schaffen, hier Geld zusammenzukriegen. Ha, haben unsere Tiere noch irgendwas gefangen, was Geld bringt? Nicht schlecht, da haben wir ein bisschen Geld dazu gewonnen. Sehr gut, sehr gut. Ja, und mit unseren Grazien will ich auf jeden Fall noch die Stadt erkunden. So, hier müssen wir dann auch noch was futtern. Und dann können wir meinetwegen was malen, aber die beiden Staffeleien sind jetzt auch besetzt. Ha, noch eine Staffelei kaufen finde ich ein bisschen unsinnig. Können wir noch angeln oder ist der zugefroren? Okay, der ist komplett zugefroren. Aber der Teich ist zu klein, um darauf Schlittschuh zu laufen. Ha, alles hier gerade ein bisschen schwierig, um was Sinnvolles zu tun. Haben wir denn einen Computer? Das weiß ich gerade nicht. Ich glaube, Fina hat einen bei sich im Zimmer. Ja, Fina hat einen bei sich im Zimmer. Ich weiß jetzt nicht, ob Lori auch, aber wir gehen jetzt einfach jetzt mal zu Fina und üben mal ein bisschen Schreiben. Dann können wir vielleicht die Schreibfähigkeit so ein bisschen ausbauen. Wäre ja an sich auch nicht verkehrt. So, Lori ist mittlerweile schon wach, hat aber beschlossen, doch nicht zum Kühlschrank zu gehen. Blöd, aber immerhin steht Candy da jetzt mal auf. Dann können wir auch das Bett machen. Sehr gut, sehr gut. Und dann versuchen wir es einfach nochmal, uns hier was zu essen. Oh nein, gegrillten Käse wollte ich jetzt nicht wirklich. Nehmen wir einfach mal die Waffeln. Dann holen wir uns jetzt hier mal die leckeren Waffeln. Oh, der Winter ist hier mit den Fairy Tales doch etwas frustrierend, muss ich sagen. Er ist halt sehr, sehr kalt und wir schaffen es wirklich einfach nicht raus. Ich fühle mich schon richtig schlecht deswegen. So. Aber jetzt haben wir es hier mit Fina und Lori fast so weit, dass wir losgehen können. Oh, und die Buchhandlung hat 45% auf alle Produkte.
sehr, sehr toll. So, hier müssen wir auch gleich wieder duschen. Und wir können nicht duschen. Ha, ist das alles ärgerlich. Dann gehen wir jetzt einfach mal so lange hier hinten malen. Ach, ja je, das kann ja hier eine Weile dauern, ehe wir noch eine zweite Dusche uns anschaffen können. Flohbisse haben wir auch immer noch, weil wir uns nicht duschen gegangen sind. Hat Morris eigentlich immer noch Flöhe? Ja, haben die anderen jetzt schon Flöhe? Nein, sehr gut. Morris, halt dich von den anderen fern, bitte. So, Jim hat jetzt schon ein bisschen schreien gelernt. Sehr, sehr gut. So, wir gehen mit Fina duschen. Dann gehen wir auch noch was futtern. Und schicken dann Lori duschen. Okay, die Waffeln waren anscheinend nicht mehr so gut zu genießen. So, Lori, geh mal los hier. Oh, wer macht denn da schon wieder was kaputt? Pan! Das ist nicht nett. Gar nicht nett. Nein, 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 nein. So, Lori geht schnell duschen und dann können wir tatsächlich los. Juhu. So, Level 2 ist sogar schon erreicht. Da können wir ja schon bald anfangen, ein Buch zu schreiben. Sehr, sehr schön. So, ihr Lieben, wir gehen hier einmal raus aus der Kartenansicht und suchen uns hier mal das Winterfest. So, und Fina sucht das mal auch auf hier. So, hey. Könnt ihr hier auch mal einen Schneeengel machen? Und unsere gute Lori wollte sowieso einen Schneeengel machen. Dann treffen wir uns einfach hier mal mitten auf dem Platz. So, mitten auf dem Gemeindeplatz von Moonlight Falls machen wir ein paar Schneeengel. So, aber Lori scheint da ihren regen Spaß mit zu haben. Ja. Aber sie sieht auch ein bisschen angefroren aus. Oh, da kommt auch schon Fina mit dazu. Da liegen sie beide und machen ihre Schneeengel. Einmal hingeklatscht. So, aber Wunsch erfüllt. Sehr, sehr schön. Snowboarden wollen wir auch noch und ein Grußkartenfoto machen. Wo ist denn die Snowboardanlage hier? Bitte, dann lasst uns hier ein bisschen Spaß haben. Aber wie genau der aussieht, sehen wir dann einfach in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!